Bevor wir einsteigen in die näheren Themen des Neumond-Newsletters, möchte ich euch gerne unser neuestes Kartenset, die Lichtbegleiter, vorstellen. Sie sind wirklich wunderschön und sehr, sehr einfühlsam geworden. Und auch unseren Energieschmuck, eine neue Herausforderung, eine neue Kreation von Jitke Petrova. Du hast die Möglichkeit, jede Karte unserer Kartensets als Energieschmuck auf deinen Körper zu tragen, vorne mit dem Bildnis der Karte, hinten mit der Blume des Lebens. Diesen Energieschmuck gibt es in Silber- oder Kupferfarben. Auch diese kannst du bei mir erwerben. Neu ist auch der Astrodoc, die Salongespräche. Hier werden wir erörtern, wie Pluto, Saturn in deinem Geburtshoroskop steht, was diese Planeten von dir erwarten, was in die Ordnung gebracht werden, was transformiert, aufgelöst, gewandelt werden soll. Bei den Astroaufstellungen kannst du erfahren, wie du wirst oder besser gesagt, wie werde ich, welche Anforderungen gibt es an mich, was darf sich wandeln, was darf sich neu ordnen. Und bei den Karma-Aufstellungen hast du die Möglichkeit, all jenes aus deinem Leben herauszubringen, loszulassen, was noch wie Giftspitzen oder wie Giftstacheln in deinem Körper sitzen und dich immer wieder dazu bringen, zum selben Punkt, ins selbe Muster zurückzukehren. All die tieferen Informationen findest du auf meiner Homepage unter www.sylviastangl.at. Wenn du gerne Termine vereinbaren möchtest oder mir deine Geburtszeiten, dein Geburtsdatum zusenden möchtest, kannst du dies tun unter office@sylviastangl.at. Ein herzliches Grüß Göttin aus den Räumlichkeiten des Glücksgutes in Strassalchen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei dem Neumond-Newsletter für die Jungfrau im Übergang zur Waage. Wir wissen ja, dass am 23. September die Jungfrau in die Waage wechselt. Das heißt, wir haben einen anderen Auftrag ab dem Zeitpunkt. Jungfrau, was bedeutet Jungfrau für uns? Was bedeutet diese astrologische Ausrichtung für uns? Beziehungsweise, was sind die Jungfrau-Qualitäten? Jetzt im Neumond am 20. September werden wir noch einmal ganz klar und stark darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, unseren Körper wahrzunehmen. Unseren Körper wahrzunehmen, ihn zu reinigen, zu heilen, neu zu strukturieren, auszurichten. Warum genau jetzt, um diese Zeit? Was hat das mit uns zu tun? Sehr, sehr, sehr viel. Wir haben eine Zeit der Fülle hinter uns, wir haben eine Zeit des Nach-Außen-Gehens hinter uns. Vielleicht wart ihr viel unterwegs im Sommer. Hoffentlich habt ihr den Sommer auch so genossen wie ich. Jetzt ist es ja schon bitterkalt geworden und wir mussten schon unsere Winterjacken herausholen. Und genau jetzt, in dieser Zeit des Überganges, braucht unser Körper wieder das Hinschauen, das Hinblicken. Das heißt, wir dürfen jetzt wahrnehmen, wo noch ein Punkt in unserem Körper ist, der vielleicht nicht in der Balance ist, der nicht in der Ausrichtung ist. Vielleicht haben wir zu viel gegessen, zu viel getrunken, zu viel gefeiert im Sommer. Vielleicht haben wir aus dem Vollen geschöpft und die Fülle gelebt. Das sollten wir ja auch. Das war ja auch der Auftrag in diesem Sommer, Freude zu empfinden, Spaß zu haben, kreativ tätig zu sein, uns mit Freunden zu treffen, mit der Familie, was auch immer. Jetzt kommt die Zeit der Einkehr. Jetzt kommt die Zeit des genau Hinschauens und des Überlegens, was benötige ich denn noch von dieser Fülle? Ist diese Fülle noch ganz in Ordnung? Ist diese Fülle gesund? Oder geht es nun darum, herauszufiltern und zu schauen, was davon dient mir noch? Was möchte ich mitnehmen hinein in den Herbst und vielleicht überwintern? Auf körperlicher Ebene würde das vielleicht bedeuten, einige Kilos zu verlieren, mehr Sport zu betreiben, mehr zu trinken, mehr zu meditieren, besser zu mir zu schauen, mir wieder einen kleinen Schutzmantel umzulegen, dass nicht alles und jedes zu mir durchdringen kann. Denn nicht nur das Immunsystem gehört nun behütet und geschützt, das ich mir aufgebaut habe über den Sommer. Ich darf mich nun auch
ummanteln und behüten, vielleicht vor negativen Energien, vor Angriffen aus der Astralwelt oder vor Angriffen im Außen, denen ich mich nicht ungeschützt ausliefern möchte. Das bedeutet für mich, nachdem ich das Außen nicht verändern kann, ganz genau in mich hineinzuschauen, hineinzuspüren, hineinzufühlen und zu sagen, wo bin ich in meiner Balance, wo bin ich in meiner Ausrichtung und wo sitzt vielleicht noch ein Giftpfeil, ein Giftstachel, der immer wieder aufbricht, der immer wieder in Aktion kommt. Daran erinnert mich der Neumond in der Jungfrau. Denn wenn ich die Energie des Neumondes analysiere, dann erkenne ich, dass ich daraus die Zahl 21 hervorbringe. Die Zahl 21 deutet immer auf einen Neubeginn hin. Auf einen Neubeginn in meinem Herzchakra, auf einen Neubeginn in meiner Liebesfähigkeit, in meinem Feld der Liebe. Der Neumond gibt mir nun die Möglichkeit, mich zu verbinden. Sich zu verbinden heißt nicht immer nur, sich im Außen zu verbinden mit einem anderen Menschen, mit dem Gegenüber oder eine neue Partnerschaft einzugehen. Es heißt auch, mich mit mir selbst zu verbinden. Das Herz im Herzen zu finden, im eigenen Herzen zu finden. Mit mir selbst liebevoll umzugehen. Klar zu sein mit mir selbst. Meine Gedanken, meine Gefühle zu klären, zu reinigen und einmal zu schauen, wo denke ich schlecht über mich? Wo fühle ich mich vielleicht noch schuldig? Wo bin ich vielleicht nicht in meiner Kraft, in meiner Energie? Wo bin ich zu hart mit mir selbst, im Umgang mit mir selbst? Vielleicht passiert es euch auch oft, dass ihr euer strengster Richter seid, euer strengster Lehrmeister. Und genau dann, wenn ihr bemerkt, ich bin zu hart mit mir selbst, ich verschließe mein Herz mir selbst gegenüber. Ich achte mich selbst nicht so, wie ich mich achten soll, wie ich mich achten kann. Genau da gilt es, einen Break zu machen und zu sagen, halt, stopp. Es geht nicht darum, mich selbst zu verurteilen. Es geht nicht darum, mich selbst zu bestrafen oder mir selbst die Liebe zu entziehen. Genau jetzt geht es darum, mir den lichtvollen Mantel umzulegen. Den lichtvollen Liebesmantel der Jungfrau, der heiligen Jungfrau, um mich selbst zu ummänteln, zu behüten, zu beschützen, mir Liebe zu schenken, mich einzuhüllen und mich bereit zu machen für den Herbst, für den Winter. Da wir am Übergang zur Waage sind, geht es nun auch um die Themen, zu schauen, wo bin ich in der Waage? Wo bin ich in meiner Balance? Wo bin ich ausgeglichen? Und natürlich im Umkehrschwung dazu, wo bin ich in der Disbalance? Das heißt, wo habe ich zu viel angesammelt? Wo habe ich vielleicht meine Eckchen, meine Räumchen, wo ich alles hingeben kann, was ich nicht benötige, was ich aber nicht weggeben möchte? Wo habe ich meine Stauräume? Betrachtet einmal euer Haus, eure Wohnung und schaut einmal ganz gezielt darauf, wo ihr diese Stauräume habt. Ihr werdet erstaunt sein, wo überall sich diese Stauungen befinden. Wenn ich nun in meinem Haus, in meiner Wohnung Stauräume habe, die gefüllt sind mit allen möglichen Trödeln, mit allen möglichen Kram, den ich irgendwann dort gespeichert habe, weil ich ihn nicht weggeben wollte. Wie wird sich das in meinem körperlichen Dasein manifestieren zeigen? Wo habe ich Staunen in meinem Körper? Wie kann ich diese Staunen loslassen? Wir wissen ja alle, dass die Energie nicht von außen nach innen wirkt, sondern dass die Energie von innen nach außen wirkt. Das heißt jetzt, wenn ich einmal ganz bewusst durch mein Haus, durch meine Wohnung gehe und schaue, wo habe ich mir meine Eckchen gerichtet, wo ich etwas horte, hüte, aufbewahre, das aber nicht mehr lebendig ist, das eigentlich nicht mehr zu mir gehört und losgelassen werden möchte. Wo habe ich in meiner Wohnung
Bereiche, die mir nicht mehr gefallen, die ich schon lange verändern möchte. Vielleicht mit einer neuen Farbe, einem neuen Polster, einem neuen Bild, vielleicht auch nur mit einer neuen Kerze. Geht einfach ganz bewusst durch eure Lebensräume und schaut einmal, wo habe ich das Gefühl, dass ich einen schönen Raum bewohne, einen guten Raum bewohne, dass dieser Raum mir gut tut, dass er mir Kraft gibt, dass er mir Freude spendet. Im Zeichen der Waage, die ja der Venus zugeordnet ist, geht es genau darum, Schönheit zu erzeugen, Schönheit ins Leben zu bringen, mich mit schönen Dingen, mit qualitativ hochwertigen Dingen zu umgeben, die wertvollen Dinge in mein Leben zu bringen oder das Wertvolle in meinem Leben ganz besonders herauszustreichen. Genau diese Themen, genau diese Waage-Themen werden die nächste Zeit bestimmen. Warum? Weil es jetzt genau darum geht, zu erkennen, was ist meine Qualität? Was ist meine Essenz? Was ist meine allergrößte Fähigkeit? Wo liegt meine Schönheit, mein Wert? Wo ist meine kristalline Form? Und wie kann ich diese kristalline Form, diesen Kristall, der in mir wohnt, nach außen bringen, ihn zum Strahlen bringen, in die Ausdehnung zu bringen? Wenn du dich in der nächsten Zeit mit diesen Themen beschäftigst, dann kommst du vielleicht dazu, die Essenz zu finden. Einerseits mit der Kraft der Jungfrau, die Essenz zu finden, wo es darum geht, zu schauen, was behindert mich noch, was giftet mich immer wieder an, wo werde ich immer wieder angetriggert, wem gebe ich die Möglichkeit, mich aus meiner Ruhe herauszubringen, wer hat den Speer in der Hand, um mich immer wieder anzustoßen, wer ist die Spiegelung im Außen und welche Muster, welche Blockaden darf ich, kann ich, soll ich nun in meinem Inneren bearbeiten? Und wenn du diesen Themen Raum gibst, ihnen die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten, kannst du noch einmal ganz genau hinschauen. Du kannst in die Ruhe gehen, in die Meditation gehen und diese Themen wirklich an der Wurzel packen, am Ursprung, am Ausgangspunkt. Und wir wissen, was passiert, wenn wir die Wurzelkraft verändern können. Wir feiern am 22.09. die Zeit des Herbstbeginns. Sommer ist vorbei, wir treten ein in einen neuen Abschnitt. Wir feiern auch das Mabon-Fest, das Fest unserer Ahnen, die Ahnenkraft, die Wurzelkraft, die nun verstärkt beginnt, in uns zu wirken. Das heißt, wir ordnen die Wurzeln, wir klären die Stauungen, wir bringen Bewegung in unseren Körper, wir bringen Bewegung in unsere Häuser, wir gestalten uns wunderschön, bringen das Wertvolle, das Leuchtende, das Glänzende in unser Leben und aus uns heraus und beginnen uns zu zeigen. Mit diesen Mitteln hast du die Möglichkeit, genau diese Prozesse zu unterstützen. Ich habe für euch vorbereitet die Goldmelisse, kennt ihr vielleicht schon. Goldmelisse blüht im Sommer mit dieser rot-goldenen Blüte, bringt unser Gemüt in die Ruhe, fördert unseren Wohlstand, fördert den Wohlgeruch, fördert die Harmonie, den Ausgleich. Und wenn du davon ein bisschen die Vorbereitende schon gedämpftere Kohle gibst, entfaltet sich ein wunderbarer Wohlgeruch im Raum, der dir dabei hilft, in die Ruhe zu kommen, in die Meditation zu kommen, in die Ausgeglichenheit. Unterstützend in dieser Zeit jetzt ist auch das Marienglas, Selenit. Marienglas schenkt uns die Reinheit, die Klarheit und hilft uns auch dabei, eine neue Struktur zu finden.
eine neue Ausrichtung zu finden. Marienglas eröffnet einen Klarblick, eine Klarsicht auf das, was wichtig für mich ist, was wichtig in meinem Leben ist und zeigt uns auch genau das, was unwichtig in meinem Leben ist. Wenn du dich mit einem Feld des kristallinen Körpers beschäftigen möchtest, so kann ich dir für diese Zeit den goldenen Strahl empfehlen. Der goldene Strahl hat eine magnetische Wirkung. Magnetisch in dem Sinne, dass du, wenn du mit ihm arbeitest, all jenes in dein Feld hereinbringen kannst, was du nun benötigst oder mitnehmen möchtest in die nächste Zeit. Aber du kannst mit ihm auch all jenes aus deinem Feld, aus deinem System hinaus begleiten, was du loslassen möchtest. Loslassen, dieses Wort ist immer so leicht dahingesagt, aber wir alle wissen, wie schwierig es mitunter sein kann, wirklich loszulassen, auszulassen und das wahrzunehmen und anzunehmen, vor allem, was wirklich wichtig für uns ist oder noch stimmig. Das Symbol der Plejaden hilft dir dabei, deine Weiblichkeit zu finden. Und Weiblichkeit ist sehr wichtig, genau jetzt, in dieser Zeit der Waage. Auch an diesem besonderen Tag, dem 23.09., wo im Zeichen Jungfrau sich ganz viele Planeten treffen und somit eine eigene Sternenkonstellation bilden. Die Jungfrauenkrone wird gebildet. Jungfrau steht immer für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wenn du dich aufmachst und dir Raum gibst für deine Weiblichkeit oder für die weibliche Energie, die weibliche Kraft in deinem Leben, hast du nun die Möglichkeit, dir höchstmögliche Unterstützung zu holen. Bei all der Fülle an Kartensets, die ich mitgestalten durfte und bei all der Fülle an Texten, die ich channeln durfte, sind die Schattenerlöser noch immer meine Lieblingskarten. Ich weiß wohl, dass einige von euch sagen, Schattenerlöser, das klingt so gefährlich. Ich weiß nicht genau, ob die so gut, so schön sind, wie zum Beispiel die Lichtbegleiter oder die Lichtbotschaften oder die Urkräfte, die Heilpflanzen. Aber ich kann euch versichern, diese Karten bringen wirklich all die Themen an die Oberfläche, die nun gesehen und gelöst werden wollen. Vielleicht hast du Lust, mit mir eine Karte zu ziehen. Wir werden nun eine Karte herausziehen, die bestimmend ist für uns für das nächste Monat. Ups. Vertrauen. Vertrauen schenkt dir Sicherheit. Vertraue und du bist dir des Lichts gewiss. Ja, genau so ist das. Wenn wir vertrauen, sind wir der Führung Gottes gewiss. Wenn wir vertrauen, können wir voll der Aufrechte und voll der Freude sagen, Herr, dein Wille sei mein Wille. Dein Wille geschehe durch mich. Sei du mein Führer. Ich bin dein Werkzeug. Wenn du Lust auf mehr Informationen hast, wende dich an meine Homepage. Die findest du unter www.sylviastangl.at oder schreib mir mit deinen Fragen eine E-Mail an office@sylviastangl.at. All die Produkte findest du in meinem Shop. Den Energieschmuck kannst du, wie gesagt, anfertigen lassen. Du hast die Möglichkeit, jedes Bild aus unseren Kartensets als Energieschmuck zu tragen oder für dich anfertigen zu lassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Newsletter, wünsche dir noch eine gute Zeit. Grüß Göttin, Namaste, Sylvia Stangl.